Moin moin, da sind wir wieder zur dritten Episode meines Diablo 2 Let's Plays. Heute werde ich versuchen, erstmal eben noch Kane zu befreien. Danach noch versuchen, die Gräfin zu legen, falls ich es schaffe. Erstmal wieder Dunkelwald gehen, dort dann den Baum und die Schriftrolle holen. So. Wie er daneben geschlagen hat. So. Jetzt wird's bestimmt wieder was. Yay. Einmal zu Akara rennen und dann die Monolithen irgendwie halt da aktivieren. Was weiß ich. Und wir hatten ja das Glück, die waren ja hier direkt irgendwie daneben. Komm her, Rock an die Schuhe. So, kein Bock, das jetzt anzuklicken. Ich renne hier einfach, bis alles an ist. So. Versuchen wir uns mal an Tristram. Kane befreien, dass der schon mal sicher ist. Was aber auch nichts bringt, falls ich jetzt hier sterben werde. Aber ich bin sogar fast Level up. Yay. Ja, Griswold, renn ins Haus. Nein, er geht auf meinen Geist. Dann habe ich wenigstens noch kurz vor ihm Ruhe. Ach, das ist ein Boss. Hätte mir auch mal wer sagen können. Noch so ein Johnny. Bleibt hier, ihr Schlechter. Naja. So. Versuchen wir uns einmal in Griswold. Wenn der hier irgendwo noch ist. Ah, da ist er ja. Und bam und bam und bam. Ach komm, den packe ich locker. Ich habe den mir jetzt eher irgendwie schwerer vorgestellt. Kampf der langsam. So. Das ultimative Let's Play wäre natürlich, wenn ich euch noch das Let's Play so lange weitermache, bis ich mir Uber-Tristram mache und dann verrecke. Weil ich ziemlich sicher bin, dass ein Bär-Druide das niemals schaffen will. Und auch von den vorhergesehenen Items her nicht. Ach, was will ich denn mit dem Bein? Noch ein paar.
kommt schon, die sind schwerer als Griswold. Hier sind noch ein Haufen. Oh mein Gott, sogar ein Boss. Mehrfachschüsse. Komm, treff ihn. Na los. Das gibt's doch nicht, wie oft er jetzt daneben geschlagen hat. Entweder wurde er wegen diesen dummen Bogenschützen hier unterbrochen. Oder war einfach zu dumm. So ein Riesenberg kann so ein kleines Ziel eigentlich locker verfehlen. Ich meine, die können sich ja drunter wegducken. Boah, die nehmen mich hier von allen Seiten. Das ist ja richtig Gangbang hier. Das ist ja fies von denen. Ich habe jetzt irgendwie schon wieder den Fehler begangen und nicht auf die Uhr geschaut. Ja, ich glaube, ich habe noch irgendwie 7 Minuten ungefähr. Da müssten 40 Minuten um sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Naja, lieber zu früh Schluss als zwei Parts zu machen. Wenn, ist eigentlich auch nicht schlimm. Ja, wobei doch, ich muss zweimal rendern, last dauert. Wo kommen die denn alle noch her? So, komm, das kriege ich jetzt auch noch. Ja. Okay, also wird doch ein... Was? Er wird schon wieder wiederbelebt. Wo ist denn jetzt wieder einer? Ach, da. Also mit Krähe finden wir jetzt, glaube ich, nichts. Ich mache jetzt Tristram noch fertig, holen noch... Wenn es von der Zeit her klappt, das WP für Schwarzmoor. Und ich denke mal, das war's dann mit dem Let's Play wieder. Ich meine, die Karte ist ja die ganze Zeit da hier im Einzelspieler, da ist es ja egal. Boah, 10 Zauberrate. Und dann beeile ich mich jetzt mal ein bisschen. Mein Gott, wie viele. Bei denen hat es jetzt wunderbar geklappt. Immer One-Hit. Hier auch, hier auch, hier auch. Ja, so, aber bei den ganzen anderen natürlich wieder nicht. Na, vielleicht haben wir ja Glück und finden das WP direkt. Je nachdem. Die, ne? Was, Blitzverzauberung? Ich bin hier sowas von umzingelt. Komm schon, triff ihn. Und nochmal, und nochmal. Jetzt verwandle ich mich mittendrin zurück. Das war ja wieder klar. Das passiert mir immer. Ich habe noch einen anderen Druiden. In Region of Shadow. Das ist ein Mod für Diablo 2. Spiele ich mit einem Kumpel. Und dass mir das bis jetzt immer passiert, bei Bossen, die Mana Burn haben, verwandle ich mich irgendwie immer zurück. Keine Ahnung warum. Ich habe immer so Pech, dass die Verwandlungszeit gerade dann abläuft, wenn ich da mitten in einem Boss stehe. Und das ist natürlich scheiße in Hardcore. Naja. Ich kürze jetzt hier mal ein bisschen. Oh nein, sag nicht, Schwarzmoor hat noch den Fluss hier. Dann kann ich ja lange suchen. Komm schon, WP. Wir haben noch... Na, 3, 4 Minuten.
Bin mir aber nicht ganz sicher. Richtig, noch ein Ausdauerelixier? Ja. Zum Loch. Nein, ich will nicht ins Loch. Ah, hier ist schon mal der Turm. Und hier ist das WP, ja klar. Okay. Ich glaube, die Folge ist jetzt sogar ein bisschen kürzer geworden als die anderen. Ich weiß nicht. Ich wollte unbedingt auf die Uhr gucken, aber hab's dann doch wieder vergessen. Naja, beim nächsten Mal, ganz sicher, ich schreib's mir irgendwie auf, so als Desktop-Hintergrund. Bei Fraps auf die Uhr schauen. Jetzt noch einmal die Olle hier wieder beleben. Moor 180. Aber die hat einen Bogen, oder? Und eine Rüstung. Boah. Richtig stark. Na okay, wir haben in der Folge leider nicht so viel geschafft, weil es länger gedauert hat, als ich dachte, weil Tristram so zeitaufwendig war. Naja, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Haut rein!